euch das mal an. Und dann haben wir uns die ganze Zeit so Sorgen gemacht, ob wir das überhaupt tun können. Gibt jetzt crazy Horror, Leute. Es regnet sehr laut, falls man es nicht hört. Koten ist schon mein Lieblingswort gerade. Hi, wir fahren gerade in Urlaub und das Wetter ist einfach super schön. Das Wetter ist ein so schönes, ich kann gar nicht beschreiben. Wow. Guckt euch das mal an, Leute. Wie geht's dir? Die Depression meine Existenz wie nur schwerer, wenn ich mich mit der Lage auseinander. Es soll jeden Tag so regnen und wir haben ein Strandhäuschen. Und einen Hund. Und einen Hund, mit dem wir raus müssen. 1:19 haben wir noch. Vielleicht ist da, wo wir hinfahren, kein Regen. Ah. 1:19 in der Zukunft. Wir sind gerade angekommen und wie man sieht, haben wir gerade schönes Wetter. Aber vor 5 Minuten hat es richtig gestürmt und fett geregnet und gehagelt. Jetzt ist wieder Sonne. Aber wir wissen nicht, ob wir rausgehen können und dann regnet es einfach wieder und ja, Flo ist gerade in so einem kleinen, in der Rezeption, da kann man so Getränke und so ein paar Snacks holen, da holt er uns gerade was zu trinken, weil wir uns gerade dafür entschieden haben, erstmal hier zu bleiben und zu gucken, wie das Wetter so ist. Okay, der kommt gleich wieder, ne? Wir wollen dich ja auch irgendwann nochmal alleine lassen für so ein, 2 Stündchen. Glaubst du, das geht? Schaffst du das? Was hast du eben gesagt? Schaffst du das, Kai? Ja, yeah, klar. Ciao, Baba. Ich mache uns gerade Ofenkäse. Wir haben schon Hunger. Wir haben von zu Hause noch Ofenkäse und Baguettes mitgenommen. Weil wir halt nicht wussten, wie das jetzt hier so ist mit dem Wetter erstmal. Weil uns schon gesagt wurde, dass es die ganze Zeit regnen wird. Dann Kaya mitnehmen, Kaya hier lassen. Kaya essen warm, Kaya essen kalt. Deswegen haben wir uns erstmal darauf eingestellt, nicht irgendwo anders zu essen. Vielleicht mal gleich in den Supermarkt zu fahren oder so. Erster Tag erstmal hier anfangen. Ich kann euch eine kleine Roomtour geben. Also, da vorne kommt man rein, da wo Kaya jetzt die ganze Zeit auf Flo wartet. Hier ist unsere Küche. So. Wir haben echt eine beschissene Lage, muss ich sagen. Also wir gucken so eine Wand hier an. Die da oben, die kriegen so richtig Sonne rein. Und wir haben einfach nichts von der Sonne. Da kommt Flo. Endlich bist du wieder da. Snacks jetzt? Kaya, komm her. Komm hier. Na gut. Hier. Aber der hat Snacks. Ja. Hello, grosser Mensch. Das ist fein. Hi, was hast du uns mitgebracht? Willst du uns einen kurzen Haul geben? Es gibt jetzt crazy Haul, Leute. Ich mach die Special Effects schon mal, damit ich die nicht immer abnäher machen muss. Es gibt eine Fantasy-Zero! Das ist eine Sprite. Sprite! Und eine Cola. Cola? Cola? Auf jeden Fall, ich war gerade dabei, eine Roomtour zu geben. Hier ist unser kleines Wohnzimmer. So. Der Raum ist schon ganz schön. Der Raum, der gefällt mir auch gut. Und hier ist jetzt unser Schlafzimmer. Das ist schon sehr klein und gemütlich. Wir haben so eine Box für Kaya. Und hier ist noch ein Badezimmer mit Dusche und allem, was man so braucht, ne? Hier, Leute. Sehr süß und gemütlich. Auf der anderen Seite, da haben wir nochmal genau das gleiche Schlafzimmer. So. Hier, das ist unser Klamottenzimmer jetzt geworden. Vielleicht haben wir nächstes Mal Freunde, die wir fragen können. Ja, heute sind wir alleine hier. Ich weiß auch nicht, ob wir nochmal hier hinfahren. Ja, ist okay, ist aber nicht perfekt. Es gibt hier eine kostenlose App. Wow. Praktische Infos findet man darin. Cool. Die muss ich mir doch jetzt gleich erstmal downloaden. Downloadet ihr die mal. Es ist abends und wir spielen jetzt Spiele und wir sind so krass. Wir haben 2 Scrabbles dabei. Wir sind ganz schöne Nerds. Und jetzt können wir parallel 2 Scrabble-Boards spielen und dann muss man nicht immer so lange warten, bis der eine sein Wort fertig hat. Wir haben uns das übrigens geholt, das kleine hier, für so Auslandsurlaube, also wenn man fliegt vor allem. Aber wir sind hierhin gefahren und dann dachten wir uns so, lol, lass einfach beide mitnehmen. Ja, jetzt spielen wir die einfach gleichzeitig. Aber guck mal, wie süß dieses kleine Scrabble-Ding neben dem Original-Ding ist. Sie ist so mini. Auch diese kleinen winzigen Buchstaben.
Wo ist ein großer Buchstabe? Denn dieses große E neben diesem kleinen E. Wirklich, 1, 2, Maßstab. Und da ist Kaya, sie isst gerade. Kaya schmeckt? Kaya, sag was. Marina ist aufgestanden. Marina, sag doch mal was. Ja, Mama? Wir waren gerade in einem Supermarkt. Es gibt jetzt gerade kein Haul, weil wir irgendwie haben wir nicht dran gedacht. Aber wir gehen nochmal in den Supermarkt, weil der war richtig geil. Wir haben aber auch gestern nicht so viel gekauft. Wir wollten das nochmal richtig genießen. Ich zeige euch mal zwei Highlights. Einmal Twix Top. Das gibt es bei uns nirgendwo. So geil. Und dann haben wir so einen Kuchen gekauft. Das ist Mini-Spekulas White Choco. Sah so geil aus. Auf jeden Fall haben wir Kaya gerade alleine hier gelassen. Und es war so gut, die hat einfach geschlafen. Die schläft nicht mal zu Hause, wenn sie alleine ist. Also sie liegt immer entspannt rum, wenn wir gehen. Aber die legt nie den Kopf ab. Und sie hat hier einfach den Kopf abgelegt und Augen zugehabt. Wir hatten die ganze Zeit so Angst, oh mein Gott, weil wir wollten voll gerne zusammen in Supermärkte, weil Supermärkte im Ausland sind voll toll. Und dann haben wir uns die ganze Zeit so Sorgen gemacht, ob wir das überhaupt können, ob Kaya das schafft. Und dann pennt die einfach. Das ist so toll. Du warst noch so, ja, wollen wir sie mitnehmen? Und ich dachte so, wir nehmen sie mit, einer geht in den Supermarkt. Ja. Nö. Komm mal her. Was geht ab, YouTube? Ich gehe. Bye. Aber das hast du richtig gut gemacht, weißt du? Ja, ich bin so fein. Morgen nochmal, oder? We bet auf gar keinen Fall. Nein. Heute gibt's einen Taste-Test. Und zwar haben wir hier niederländische Spekulatius-Muffins. Oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein kleiner Kuchen. Ein Spekulatius-Kuchen mit White Choc oben drauf oder so. Aus einem schönen Kinderteller, weil die haben hier keine kleinen Teller. Fühlt sich aber unglaublich trocken an. Weißt du so rein? Hat das voll gefüllt. Ich nehme das zurück. Ja, schon geil. Das ist mega geil. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie so eine Erscheinung. Das ist so lecker. Wow. Keine Ahnung. Geil. Wir haben die von. Wie heißt der Supermarkt? Alfred. Heines oder so? Irgend so ein bekannter Supermarkt hier. Ich liebe das. Und das ist sehr dadurch, geil. Dass wir das aus so einem süßen Teller essen, ist es noch besser. Ich fühle mich ein bisschen, als wäre ich drei. Mein Hase schaukelt. Sind das bestimmte Hasen? Ich habe eine Familie im Auto. Also ich finde die Schaukeln dann besser. Ich bin Fan. Übrigens, ich bin ganz schön stolz auf unsere ersten Wörter hier. Moment. Wir haben hier einmal. Diese Prachtwörter. Wir spielen übrigens nicht nach den offiziellen Scrabble-Regeln, sondern solange man ein Wort erklären kann und es lustig ist, können wir es legen. Aber die gibt es, glaube ich, auch alle noch. Na, Fitz ist so ein bisschen, das ist so eingedeutscht, so für Outfits. Ich hatte erst Fit gelegen und dann hat Flo gerade Fitz gelegen. Ja, weil ich hatte Eid gelegen, dann kam Fit da dran, dann hatte ich so, dann war schon schwer, dann habe ich Seite dran gelegt, habe unser Spiel gerettet. Was macht Vanessa Berg? Sex. Und hier geht's ein bisschen mehr ab. Zumindest mit Koten. Koten ist schon mein Lieblingswort gerade. ja. Es regnet sehr laut, falls man es nicht hört. Können die uns überhaupt hören? Das ist noch nicht das Lauteste, was es geregnet hat hier. Nee, es war schon doppelt so laut. Nochmal doppelt so laut. Es ist irgendwie creepy ein bisschen. Ja. Also, wir haben ein bisschen Angst, dass wir nicht schlafen können, deswegen. Wenn man hier auch so richtig so außerhalb wäre, in so einem Wald oder so, dann wäre das, glaube ich, nochmal creepy. Wenn man ganz schön nass. Ja. Übrigens, wir können Scrabble mit zwei Brettern nicht empfehlen. Mach das nicht. Ich spiele jetzt wieder so mit einem Brett. So süß. Wir sind fertig vom Tag. Ja, fühle ich. Wir hatten einen schönen Tag am Strand. Okay, so eine halbe Stunde oder so. Na komm, eine Stunde waren wir schon. Wir können leider draußen nichts filmen, weil dann würde die Kamera wegfliegen. Aber ich kann euch ein paar Handy-Videos einblenden. Und jetzt sitzen wir hier rum. Und wir müssen eigentlich die ganze Zeit abwarten, ob es gerade regnet oder nicht.
Gerade hat es nämlich, also genau als wir hier angekommen sind, hat es wieder richtig krass angefangen zu regnen. Jetzt chillen wir hier seit anderthalb Stunden schon wieder. Wuhu! Ich habe festgestellt, wenn ich mir die Cupcakes in die Backen stopfe, habe ich viel länger was vom Geschmack, als wenn ich ihn direkt runterschlucke. Gucken wir jetzt gleich Big Brother. Gleich Big Brother. Und dann wollen wir nochmal in den Supermarkt fahren, ein bisschen. Der weiße Hai. Oh. Oh, bist du so fertig. Und dann gibt es noch einen Haul von unserem Supermarkt. Er hat sich auch ganz toll benommen. Hier sind ganz viele Hunde. Okay, ist echt ganz okay drauf. Ja. Und jetzt wegen Travel deswegen. Vielleicht hört ihr uns auch gerade gar nicht. Das ist echt heftig. Wir haben hier gestern Nacht auch geschlafen. Das war richtig schlimm. Wir haben nicht geschlafen. Wir haben echt so schlecht geschlafen. Ja. Wir haben so laut geredet. Wir haben beide Vorstellungen gehabt, dass hier irgendwie das Wasser überläuft. Ich war auch mindestens einmal die Stunde wach, glaube ich, ganz nachts drüber. Naja, ich freue mich auf den Supermarkt gleich. Wir werden es irgendwann nicht mehr reden. In der Stunde so. Es ist so ein wunderschöner Tag. Es regnet einfach ungefähr jede Stunde mindestens dreimal. Richtig fett für so 10, 15 Minuten. Und dann hört es wieder auf für ein paar Minuten. Das ist halt gerade ungefähr, wie es heute Nacht durchschnittlich geregnet hat. Ich hoffe, man hört das laut über die Kamera. Ich hoffe auch. Es war noch, er hat auch ungefähr so ein bisschen lauter dann mal wieder. Ja, so, es hat so Wellen gehabt, aber so war so der Durchschnitt. Wir wollen einfach nur einkaufen gehen. Vor allem laut Wetterradar, Regenradar ist so leicht. So gerade leicht regnen. Wir sind echt, wir haben wirklich leider die beschissensten Tage hier erwischt, die man haben kann. Ja, aber wir haben das letzte sowas gemacht. Ja, wir hatten heute einen schönen Strandspaziergang. Der erste und letzte hier nochmal gehen wir dann auch nicht hin, leider. Warum gehen wir mal in die andere Richtung? Ne? Wir hatten halt auch schon mal überlegt, nach Amsterdam oder hier in so eine etwas kleinere Großstadt zu fahren. Aber es macht halt auch keinen Spaß, wenn du dann da durchläufst und es regnet. Und es alle fünf Minuten so fett regnet, leider. Ja. Heute Abend wieder Spieleabend. Bisschen schön. Wir holen uns eine Pizza. Gut, dass wir gut miteinander auskommen, ohne Dinge machen zu müssen. Ich finde auch, Sabrina. Gut, Hermann. Guck mal, wie schnell ich esse im Gegensatz zu dir. Das ist ja brutal. Tut mir leid, dieses Eis ist so toll. Ich brauche das. Das ist aber auch einfach, ich glaube, 9 von 10 Softeis auf dieser Welt sind gut. Softeis ist so gut. Warum gibt es das nicht überall? Machen wir einen Softeis-Laden auf? Boah, ja, bitte. Was regnet jetzt? Ja, wow. Okay. Bestimmt das, was da hinten so rübergezogen ist. Ja, wir waren dann wieder am Strand, haben einen Strandspaziergang gemacht. Wir haben einen Sonnenbrand. Ich glaube, ich habe wirklich einen Sonnenbrand, ey. Ich glaube, das ist Rouge. Meine Stirn hat sich gestern angefühlt, als hätte ich einen Sonnenbrand. Aber ich trage eigentlich die ganze Zeit Mütze und Sonnencreme. Aber du siehst echt ein bisschen nach Sonnenbrand aus. Aber könnte auch Kälteflecken sein. Mhm. Ich habe Kälteflecken im Gesicht. Also so, ich bin mit dem Gesicht voll rötlich, wenn ich so draußen war. Bei Kälte. Kai ist gerade eingeschlafen. Und wir haben es noch nie geschafft, aufzustehen, während sie schläft, dass sie uns nicht mitkriegt. Wir wollen jetzt gucken, ob sie irgendwann mal wach wird und einfach reinkommt und sie probiert. Es ist noch nicht passiert, dass wir den Raum verlassen konnten, ohne dass sie das sieht. Ich habe noch mal das Skip-Programm in der Hand. Im Hintergrund läuft hier die ganze Radio. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hiervon reinschneiden kann. 1:37 später. Man sieht den Schwanz da noch. Was ist denn hier los? Warum bin ich alleine? Hello? Wo sind I? Was soll das denn? Hi, Maus. Oh, ich bin so müde. Dann schlaf ich hier. Gute Nacht, Leute. Ja, komm, ich soll wieder gehen, ne?
Hallo, wir haben ungefähr 3 Tage später und wir haben nichts mehr gevloggt und wir sind wieder zu Hause. Tja, wie fandst du denn den Urlaub? Sagenhaft. Wie fandst du den Urlaub? Hat dir Spaß gemacht? Es war eine 10 von 10. Vielen Dank. Wiederholungsbedarf. Oder so. Wir haben gar nicht darüber geredet, wo wir waren. Wir waren in den Niederlanden, also das hat man, glaube ich, mitbekommen. Wir waren in Blömendal? Blömendal. An der See, das war direkt neben Zandvoort. Da waren wir auch ein paar Mal. Und ja, kann ich es empfehlen? Da, wo wir waren, das war so eine Ansammlung von diesen kleinen Ferienhäusern. Das hieß Roompot. Und ich glaube, das gibt es mehrmals in den Niederlanden oder auch in anderen Ländern vielleicht. Ja, war halt cool mit Hund, weil oft findet man mit Hund nicht so Dinge, die schön sind, finde ich. Wir waren letztes Jahr in der Eifel zum Beispiel mit Kaya. Das war viel schöner, aber auch viel teurer. Also da haben 2 Nächte so viel gekostet wie hier 3 Nächte. Ja, kann ich noch irgendwas sagen? Wir waren nicht so ganz zufrieden. Also es war ganz okay sauber, aber irgendwie auch nicht so perfekt. Es haben so ein paar Dinge gefehlt. Also wir hatten nicht wirklich Seife da. Es gab keinen Föhn. Ich finde, ein Föhn ist eigentlich schon was es in so einem Ferienhaus geben könnte. Ich weiß nicht, ob das nicht normal ist, aber ich finde eigentlich schon, dass es in so einem Ferienhaus so Salz geben sollte. Weil als ob jeder immer Salz kaufen will oder Salz mitbringen will. Also salz-pfeffermäßig gab es halt nicht. Es gab keine Schneidebretter. Aber ansonsten gab es halt eine Spülmaschine, Teller und alles. Der Ort war super schön. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich fand das auch viel schöner da als in Zandvoort. Also da ist halt nichts. Aber am Strand waren richtig viele kleine so Beach-Bars. Die waren alle geschlossen, weil noch nicht Saison ist. Aber wenn wir in der Saison da sind, durfte Kaya nicht auf den Strand. Deswegen sind wir außerhalb der Saison hingefahren. Aber falls ihr keinen Hund habt, fahrt da in der Saison hin. Das sah so toll aus. Also da war ein so ein Club neben dem nächsten, alles voll mit Liegen. Ich stelle es mir da richtig schön vor, so im Sommer, wenn man da so richtig liegen kann, mit so einem Cocktail und Musik und so. Und der Strand, der war auch echt schön. Ja, das Wetter war halt ein bisschen kacke jetzt für uns. Da kann ja niemand was für. Wir hatten aber trotzdem sehr schöne Tage. Genau. Wollt ihr noch mein Outfit sehen? Ich möchte euch mein Outfit zeigen, weil das ist gerade mein Lieblingsoutfit. Das ist alles von Bershka und ich habe gerade mir die Hose nochmal in einer anderen Farbe bestellt und das Oberteil nochmal in einer anderen. Weil guck mal, wie gut dieses T-Shirt sitzt. Ich trage das halt auch ohne BH und irgendwie ist es so, oh, ich liebe das. Und die Hose ist halt auch richtig baggy, aber lang. Und ich denke mal, das war's mit diesem Vlog hier. Habe ich alles erzählt, was ich erzählen wollte? Falls ihr noch ein bisschen mehr aus dem Urlaub erfahren wollt, dann hört auf jeden Fall unseren Podcast. Da werden wir bestimmt noch ein bisschen ausführlicher über alles reden, wie es da jetzt wirklich war, wie der Urlaub mit Kaya war und sowas. Also hört da auf jeden Fall mal vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss. Jemand gibt Geld aus, ich bin rich. Yeah, ich bin rich. Mann, danke für dein Geld, vielen Dank. Yeah, Geld, hab jetzt Geld. Jemand gibt Geld aus, ich bin rich. Yeah, ich bin rich.